Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Minigame heute zusammen mit Markus als Spieler 1. Hallo. Und Futur als Spieler 2. Wir spielen heute Bingo in Minecraft. Die Map wurde gebaut von Dr. Brian oder Logan 111. Hier auch der YouTube-Channel, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt ins Spiel. Markus, bitte begib dich auf die Stelle 1. Markus ist somit im Team Rot, Futur auf 2. Futur ist in Blau. Team 2 und ich bin hier Spectator und hier. Für alle, die Bingo nicht kennen, das Ziel vom Bingo ist es, dass ihr eben hier alle entweder 5 in einer Reihe oder 5 in einer Spalte zusammenbekommt. Diese Items müssen sie auf einer Standard-Survival-Map finden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Karte randomizen. Das heißt, die Karte wird jetzt einmal hier zufällig überbaut, damit sich das Muster ein bisschen verschiebt. Ah, Tatsache. Hast du jetzt die gleiche Map wie ich, Markus? Ja, ihr habt dann alle die gleiche Map. Ihr müsst ja oben anfangen mit Buch, Rot, Auge, Ender, Apfel. Genau. Genau, wir warten jetzt mal ganz kurz noch, bis das hier durch ist. Dabei können wir schon mal sagen, die Map hier wird im Normalfall zwischen 15 und 40 Minuten dauern, je nachdem, wie die Reihen aufgebaut sind. Und dann würde ich sagen, die Map ist fertig. Board randomized complete. Und dann würde ich sagen, drücke ich mal hier auf When all is ready, press the start button. Vor wessen? So, die Bingo-Karte wurde geklärt. Er verteilt uns überall auf einer zufällig generierten Map. Ja, ich fliege. Ja. Ich falle. Es ist ja auch das Spiel noch nicht gestartet. Juhu. So. Ja. Toll. Es hat auch immer noch nicht gestartet, scheinbar. Irgendwie habe ich Zoom drin. Kann ich den Zoom rausmachen? Es hat auch... Jetzt hat es gestartet. Jetzt hat es gestartet. What? So, und jetzt? Wo soll ich das Zeug jetzt finden? Ja, das musst du auch ganz normal auf einer Map machen. Alter, weißt du, wie lange ich da brauche, um das alles zu haben? Du musst nur 5 in einer Reihe oder 5 in einer Spalte hinkriegen. Ja, das ist ja gar nicht schwer. Na warum? Buch, Suppe, Lapis Lazuli, Apfel und Gold ist eigentlich eine einfache Spalte. Das Schwierigste davon wird Lapis Lazuli. Eben, das muss sie alles erquarften. Nein, das musst du farmen. Was soll ich farmen? Ah ja, du musst es farmen, aber wie willst du ohne Spitzhacke dorthin kommen? Ja, du kannst dir doch alles bauen. Sag ich doch, du musst alles erquarften. Also da geht es ja noch um die Geschwindigkeit. Zum Glück ist der Markus so ein Lappen, da hat eh keine Ahnung. Es geht nur darum, wer von euch der Schnellere ist. Ich natürlich. Auch Gegner, keine Opfer. Ja, Markus. Ich sag mal, gestern. Und ihr, wenn ihr eine Karte wegwerft, dann werdet ihr teleportiert und aktualisiert quasi eure Karte. So, jetzt, was habe ich hier? Schauen wir mal, was Futur hier macht. Ich habe eine Karte, super. Warum habe ich denn noch eine Karte? Was, ich brauche kein zwei Stack Karten. Nicht? Naja, aber weiß ja nie, ich mache mich mal wieder unsichtbar, damit ich ein Geist bin. Oh, fixe. Jetzt beobachten wir mal hier Futur. Ja. Ist nicht Bewegungsschiene, klasse. Da wo ich bin, verliere ich aber auch also Nahrung? Ja, natürlich. Boah, nö. Aber ewig. Und natürlich habe ich wieder heute richtig pures Glück. Mit Box mit. Was macht Markus? Eine Höhle suchen. Was brauche ich denn jetzt nochmal? Das, das ist Käse, die Sache ist auch Käse. Vor allem ist das kein normales Buch, das ist ja das Beschissene. Geht auch diagonal? Natürlich ist es. Ah ne, das ist, ja, das ist ein beschriftetes Buch des Rechts. Ja, diagonal geht auch. Also von links nach rechts und von oben nach unten. Eine Reihe braucht ihr. Ja, diagonal ist von, ja, links nach rechts. Also schräg geht nicht. Das ist diagonal. Ich glaub nicht, dass es geht. Weil da gäbe es ja nur zwei Reihen. Ich weiß nicht, ob das geht. Es wären auch 5 in einer Reihe. Ich probiere es nicht aus, sonst... sonst hast du es und dann hast du trotzdem verloren. Eben. Du
Was mag das? Irgendwie laggt der Server ein bisschen. Der Server laggt übelst. Ja, weil, also bei mir nicht. Doch, weil ich baue zwar die Dinge ab. Ja, langsam. Es ist halt, weil die Welt gerade generiert wird auch. Ihr lauft ja, das stimmt. An einer Stelle, die davor noch nie irgendjemand gesehen hat. Oh, wir spielen schon fast 3-4 Minuten. Hier. Und ich bin ja so ein scheiß Biom. Ah, du bist im selben wie der Markus. Ach so. Kann ich Markus auch töten? Wenn ihr euch findet, theoretisch ja. Ich glaube sogar, wenn man stirbt, dann hat man auch verloren. Wenn man dann nicht mehr auf die Map zurückkommt. Spielt einfach Markus, ist günstiger. Aber ihr seid ziemlich weit auseinander, soweit ich weiß. Warte, ich kann ja mal gucken. Ah, das war ein Screenshot, das war jetzt nicht gewollt. Sondern wo kann ich das gucken? F Alter, ja genau Markus, jetzt genau erstmal Waffen machen, ne? Ja, Time to Strike. F3. Ja, Markus muss auch irgendwie überleben. Was machst du da eigentlich? Ach, ah, ich weiß, was Foto macht. F3. Ja, hier gibt's ja keinen Timber-Mod, das ist ja das Behinderte. So gut, die Koordinaten von Futur sind... Alter! Du bist bei 135.000 minus 162.914. Ihr seid wahrscheinlich über 100.000 Blöcke auseinander, darum leckt der Server wahrscheinlich auch so. Na gut, das ist ein bisschen viel. Ja, damit ihr euch wahrscheinlich nicht begegnen könnt. Und nicht töten könnt. Also Markus, du laufst in meine Richtung, ich laufe in deine Richtung. Nach halbe Stunde müssen wir das haben oder so. Nach ungefähr 24 Stunden. 100.000 Blöcke? Ja, 100.000. Du brauchst für 1.000 Fleischer 5-6 Minuten. Naja, mit zwei Leuten wahrscheinlich 2-3 Minuten. Aber bei 100.000 brauchst du dann 200-300 Minuten. Hätte ich jetzt geschätzt. Vor allem, wenn ja, Berge dazwischen sind und so. Was macht ein Kuchen? Alter, der farmt da drüben ohne Ende. Cloudripper, ja, der weiß, wie es geht. Harvest some level. Hat einfach kein Skill, der Typ. Hier ist nichts drin gewesen. Markus, erzähl mal, was hast du heute Nacht noch gemacht, dass du erst jetzt aufgestanden bist? Den Livestream angeschaut, zu Ende. Was für ein Livestream? Chimpanse. Dann was? Hab ich noch Musik gehört, Chimpanse, das hast du gestern auch gesehen. Also den Schwachsinn-Tybi da? Der ist cool, Mann. Und hab Musik gehört, hab noch ein bisschen gezockt. Battlefield. Man muss jetzt mal dazu sagen, wir haben jetzt 3. Also Markus ist vor einer halben Stunde aufgestanden. Die wo Moments meinen, warum ich das jetzt nachfrage. Mhm. Also nicht, dass euch wundert, warum aufgestanden. Wir haben schon nachmittags. Und da steht der gewisse Herr erst auf. Nein. Um einen alten Typen anzugucken, wo Geld verlangt, dass er Musik laufen lässt. Zahl bis um 0 Uhr. Trotzdem will der Typ Geld, dass du ihm Musik anguckst. Ja. Du musst es ja nicht. Ich guck halt sowas auch nicht. Das ist doch... Ah, ja nicht. Endlich. Oh, Futur got the night. Gott sei Dank. Futur, jetzt werf mal eine Karte weg. Mal schauen, ob es funktioniert. Mit Q. Hab ich doch. Wurdest du jetzt teleportiert? Nö. Ah, warte, dann muss ich wahrscheinlich mich töten. Nicht teleportieren, ich brauche hier noch Zeug. Ja, jetzt steht's bei mir hier. Schaut mal eure Karten an. Ja, ich hab Ja, du hast um den Apfel halt. Genau, da habe ich meinen blauen Signature. So, ich brauche jetzt Spitzbehaarung. Genau, okay, immer wenn einer von euch was einsammelt, muss ich mich also töten. Das stört mich nicht. Nö, mich auch nicht. Dann habe ich auch irgendwas Sinnvolles zu tun. TP wieder zu Markus mal rüber. Ist es eine Höhle? Nein, keine Höhle. Oh, der Markus hat schon die erste Folge hier. Er hat einen Treffer gelandet. Echt, warum? Hülle oder was? Ah, oh, scheiße, ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Scheiße. Ist hier auch Monster? Ja. Ja. Ist auf normaler Schwierigkeit. Oh, das sagt er mal ja. Natürlich immer ganz am Anfang. Ja, das hat die Map eingestellt und stand sogar im Chat, dass es jetzt auf normal steht. Das hat die Map eingestellt. Monster Hunter.
Ah, Knochen habe ich. Oder nee. Das ist keine Knochen. Nein. Hast du keine Knochen bekommen? Ich hab keine Knochen bekommen, Alter. Alter. Du hast echt schon so ein Pech. Stimmt, ich hab grad gesehen, das stimmt. Ah, Knochen. Warte mal, brauche ich. Der kann man ja nicht gewinnen, Alter. Doch, das brauche ich auch. Gut, das ist immer gut. Markus, du hast ja eigentlich auch eine gute Zeile gesucht. In gewissermaßen. Naja, eigentlich auch nicht. Na, ich überlege, welche Zeile ich habe, Alter. Ja, du musst irgendeine vollkriegen und vielleicht solltest du dich auf eine spezialisieren und nicht irgendwie random irgendwelche Sachen machen. Ich denke, eine einfache ist auch die in der Mitte. Oh, Futo got an item. Jawohl. Schauen wir nochmal, was Futo gerade tut. Okay, er gammelt in Höhlen rum. Ja, es wäre schön, wenn ich eine gescheite Höhle wäre, aber... Was wird sein? Ich tippe auf... Keine Ahnung. Wir werden sehen. Oh, erstmal bessere Waffen. Oh, Futter hat sich flink geholt. Also versuchst du jetzt doch diagonal? Nein, aber ich weiß gerade... Weil sie genau gegenüberliegend sind. Da neben dran gestanden bin. Kompass. Ah, den kann man auch irgendwie craften. Ja, super, jetzt müssen wir noch die Rezepte raus. Theoretisch, ja. Schauen wir mal wieder bei Futter vorbei hier in der Höhle. Die Höhle kannst du knicken, SP. Wo sind jetzt wieder hin? Ah, raus. Futo hat ein Upgrade. Naja, Futo. Einer von euch müsste... Oh, Markus got an item. Och nö, was hat er denn jetzt schon gekriegt? Flint. Achso. Ah, da hat sich auch den Flint gesnackt. Ja, hier, der offizielle Beweis. Markus hat sich Flint geholt. Jetzt haben beide schon den Flint. Ah, fuck. Hier geht's um die Ehre, hier geht's um die Ehre, ne? Ja. Was macht denn der Verlierer? Verlierer. Die Ehre eines Minecrafters. Verlierer ist halt ein Noob. Hab schon zwei Flints. Das ist toll. Bringt er bloß nichts. Ja. Bleib stehen, du dumme Kuh. Oh. Ach so. Das verloren, Markus. Okay. Lob, ich habe meine Zeile schon gefunden. Ah, deine Zeile hast du gefunden? Mhm. Mit dem Essen. Da kennst du dich ja aus, ne? Deine Essenszeile. Jetzt ist die Frage, was man mit der Essenszeile meint. Aber du isst noch gar nicht in der Aufnahme, das ist ja ganz selten. Hier in der Zeile ist... Kann ich aber. Du brauchst eigentlich in fast jeder Zeile Mindshift. Also die Karte hier ist schwierig. Die, wo wir gerade haben. Also in der ersten Zeile, was ist eigentlich dieses rote da? Keine Ahnung. Stone. Futur God the Night. Also, töten wir uns mal wieder. Ja, aber es bringt mir nichts, das Item. Ich könnte ja mal gucken, da Futur hat sich den Knochen geholt. Ich guck mal, was dieses rote da sein soll. Ja, das wäre mal nett zu wissen, weil ich kenne kein rotes Material. Ich auch nicht. Aber ich tippe auf Redstone, ja. Rotes Material kenne. So. Das ist kompliziert mit dem ganzen Ding, was wir da abfahren müssen. Also das ist wirklich nicht einfach. Ihr müsst euch halt entscheiden, das ist halt das Schwierige. Kann man eigentlich... Aua! Fuck! Es ist wahrscheinlich ein Brick. Was für ein Ding? Ziegelstein. Ach so, ich sag mal, warum ich beinahe in die Luft geflogen wäre, würde mich mehr interessieren. Warum? Creeper. Nein. Nicht? Nein. Das hat nicht gezischt. Hat nur Boom gemacht. Und es hat Boom gemacht. Oh, das ist ein Creeper. Wurde hat denn? Schon drei Teile? Ja, wo ich. Ja. Ah, der Markus, glaube ich, probiert diagonal. Aber es geht doch nicht diagonal. Was? Alter, was hat er für eine Reichweite, Junge? Klar.
Ich weiß das mit dem Diagonal nicht. Ups. Es wären auch 5 in einer Reihe. Wenn ihr Diagonal habt. Das ist immer eine Auslegungssache. Ihr könnt ja Risky spielen. Ich nicht. Futter geht hier. Lieber wieder in seine Mines. Ich muss jetzt erstmal hier einen Ofen craften mal. Ups, was war das jetzt? Kriegt man da hier... Oh, Schatz. Du hast ein... Aber ich bin auch am überlegen, was für eine Zeile ich da machen würde. Ich weiß es auch noch nicht ganz genau, aber... Also ich wüsste... Na, das ist auch... Du brauchst halt Dschungel und Mine. Eisen, Sand... Ah, ich wüsste, welche Zeile ich mache. Es gibt doch eine, wo du keine Mine brauchst. Zwei, die, wo du keine Mine brauchst. Aber die ist auch nicht einfach mit der Enderperle. Diamante Scheiße. Das ist einfach, das mache ich. Also das, ich gebe jetzt meine Empfehlung ab. Mein Tipp wäre die zweite Zeile von links nach rechts. Interessiert Köln. Das wäre, glaube ich, die Zeile, die ich probieren würde. Erstmal geilen Stuff. Eine Melone her, wo waren nochmal die Melonen? Die musst du in Kisten finden in Mineshafts. Das okay. Wäre ja zu einfach sonst, ne? Sorry, ich hab dir eine Kohle geklaut, ich drop sie dir mal wieder runter. Wohin? Ich hab beim Teleportieren dir eine Kohle geklaut, ich finde das schon ziemlich Telefon. Nee. Wecker? Was? Wecker? Nee, du hast ein Telefon, aber da geh ich doch jetzt nicht ran hier. Ja eben, na gut, du bist ja nur random mit dir. Natürlich, das könnt ihr mich jetzt auch einfach muten und euch mal Shit labern lassen oder einfach mich auf TS muten, dann kann ich Sachen labern und ihr hört's nicht. Das ist voll praktisch. Nee, da muss ich bloß eine Schwache anhören, Alter, die ganze Zeit. Verhau dich gleich, ja. Warum habe ich das in der zweiten Zeile jetzt eigentlich so gesagt, dass ihr es gehört habt? Das hätte ich auch einfach so sagen können, dass ihr es nicht hört. Du ein Bobby bist. Da ist ein riesen Pilz, aha. Jo, das ist so ein Mystic Wald, so ein Dark Oak Wald. Brauche ich jetzt und dann brauche ich hier. Ja, dann gehe ich mal zurück. Brauche ich auf jeden Fall. Scheiß hier weg. So, jetzt übertreibe ich mal, damit der Server ein bisschen rendert. Oh Gott. Ja, was denn das? Ich habe Karten gefunden, nochmal 64. Ja, ja, das ist da, wo ich mich getötet habe wahrscheinlich. Ja. Warum habe ich hier so viele Skelette? Doch gut. Oh, das wird jetzt interessant. Ich hab 10.000 Skelette immer gegen mich. Oh. Weg! Nein! Ja, geil, Sackgasse. Hoffentlich stirbst du. Ein halbes Herz! So. Puh. Du kommst Besuch. Nein! Nein! Oh, jetzt ballern sie sich gegenseitig ab, du Lacker. Alter. Aber zwei Stück wollen dich immer noch essen. Ich heil mich erstmal, ne? Oh. Lol, Blackstar. Skelett will ich schlagen werden. Alter. Oh, Markus got an item. Das wird dann wohl der Bone sein, denke ich fast, wenn er gerade gegen Skelette gekämpft hat. Scoreboard at Leben. Aber ich kann Stoff Gold? Nein, so viel Stein. Warum kann ich jetzt niemanden mehr töten? Doch, ich war noch nicht so leck. Ja, weil ich gerade was mache. Ist ja auch. Und zwar Players at Lappenkirche. Warum? Was ist? Ist da ein Skelett-Spawner? Kann gut sein. Ja. Alter. Hallo? Was hallo? Ich steh. Gott. Der Oder-Server gibt mir einfach die Blöcke. Ja.
Also bei Foto läuft's ja nicht gerade. Ja, aber bei mir leckt auch übel. Scheiße. Ich kann halt gar nicht. Nicht mal Blöcke ausführen oder irgendwas bauen, Alter. Ey. Bei mir geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mal sammeln. Jetzt hast du gerade Alter. Jo. Ja. Ja, gerade eben, aber ey, wenn ich meinen Block aus dem Inventar bewegst du dich gerade? Ja. Nee, du stehst bei mir die ganze Zeit auf der Stelle. Du leckst hardcore. Teleportierst dich auch die ganze Zeit. Ja, jetzt machen wir es easy. Ich mach mal es einfacher. Mal ist so blöd gewesen hier. Mach mal ein Reconnect. Ah, jetzt hast du dein Holz hierher geworfen. Ja, dein Holz wieder. Jetzt läuft's besser. So Leute, jetzt machen wir es hier ein bisschen einfacher, dass wir nicht überall fighten müssen, die scheiß Skelette, und das Eisen ist zu schade, um das für Ding auszugeben. Ah nee, das ist doch gut. Ich nicht einfach mein Eisenschwert. Ich vermute echt, dass du oben Skelett spawnen, aber deswegen habe ich so auf die Fresse bekommen dauernd. Das hättest du ja auch verdient. Na, was bringt man Skelett? Oh gut, da gäbe es Kisten. Ja, da könntest du theoretisch auch schon Pferdesattel oder so finden. Beinesattel. Sattel oh. Allgemein. Nein, Pferdesattel ist ein Unterschied. Bis. Glaube ich. Nein! Ja, Lapis, Gold. Ich glaube es. Fuck. Das hab ich nicht alles, ey. Aber das hab ich aber... Du leckst ein bisschen. Ich sag, geil. Ein bisschen ist gut. Ist gut, ne? Ah, jetzt kann ich eure Leben sehen. Das ist praktisch. Markus hat gerade 18 Leben. Du hast doch gar kein Lapis, oder? Doch. Stimmt, mach das gerade ein Item. Zu dir. Teleportieren wir uns mal wieder Spawn zurück. Leck der Scheiße selber. Jo, Markus hat Lapis Lazuli. Das ist nicht gut. F3, wo bin ich denn hier? Hier. Ach, ich bin noch zu hoch, vermute ich. Ich muss jetzt gleich mal vermuten, was Futter da macht. Ich. Wieder so ein scheiß Skelett. Weg. Aber das wieder 20 Leben, ist doch viel zu einfach für dich. Ich hätte die Lebensanzeige vorhin schon haben müssen, wie du auf 1 runtergegangen bist. Ein halbes, bitte, ein halbes. Ja, auch, das ist ein Leben. Weil du hast jetzt 20, obwohl du nur 10 Herzen hast. Ach so, okay. Ah, jetzt bist du auch ganz unsichtbar, nur dein Namen sieht man. Ja, weil ich die Lebensanzeige unter mir hab. Nee, ich bin nicht ganz unsichtbar. Ich bin immer noch ein Geist. Redstone bringt mir gar nichts, oder? Nö, Redstone baust du auf dem überhaupt nicht, soweit ich weiß. Nope. Also die Lags können auch von mir kommen, weil mein Vater gerade da war, weil bei ihm geht's Internet gar nicht. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Gut, weil bei ihm geht er das Internet nicht. Alter. Fuck. Ja, bei mir läuft ja der Server perfekt, ich habe überhaupt kein Problem. Markus hat ja sowieso immer buggy Internet. Wenn es bei Foto auch keine Probleme gibt, dann... Normal müsste es bei mir, weil mein Vater hat gar kein Internet mehr. Wo bin ich denn jetzt? Da müsste ich es jetzt finden. Oh nee, was für eine Scheiße. Hilfe 14 macht dann nix hier. Okay. Aha, danke. Ich habe aber so Pech. Futus trippt jetzt hier auf Höhe 14 so ein bisschen für uns. Will ich aber, ich will doch nur Ding haben, Lampus.
Was Lapis? Ja. Kannst du haben. Juli. Hab ich schon. Ist geil. Kann ich mir jetzt komplett... Boah, Alter, Junge. Eisenrüstung bauen. Alter, wie viel Eisen ich habe, was bringt mir das Schwachsinn Eisen? Gar nichts. Eben. Oh, Fledermaus. Aber ich merke schon, ihr seid nicht so gerade die Schnellsten, ne? Das sagt der, wo nichts machen muss. Was soll ich machen? Ich such doch wie im Blöder. Ich kann ja gern nochmal gegen den Gewinner antreten, wenn man das wünscht. Mal abwarten, wie dann die Folge hier geht. Das ist eine bessere in der nächsten Folge vielleicht. Das können wir ja nochmal machen. Also da habe ich jetzt mal Zombies, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Man muss ja dazu sagen, es hängt von der Zeit auch immer sehr von der Karte ab. Die Karte hier ist einfach auch Licht. Ziemlich schwer. Was Licht? Ja, warum ist hier Licht? Ah. Warum ist hier überall Stroh? Stroh. Ja, Stroh. Strom oder Stroh? Stroh. Markus blickt sie denn? Nee. Voll. Oh, Skelette. Oh, da haben wir dir was zu helfen. Da muss ich jetzt beobachten. Nicht, dass er auch gleich verreckt. Oh, hier ist Lava. Geil. Da ist Lava. Warum ist hier Lava? Wo ist der eigentlich hin? Ah, hier ist Lava. Ah, da oben ist er. Ha, ich habe ihn wiedergefunden. Ah, fuck off. Hier ist nix. Mann. Ist doch behindert, ist das doch. Ich hätte schon geschmissen. Ist gar nichts. Oh geil. Nee, hier ist auch nichts. Du bist schon runter und dann hast eine Höhle und dann findest du nichts in der Fickhöhle. Schauen wir uns mal an, was Futur hier gemacht hat. Er hat auch einen langen Tunnel gemacht. Also ich bin gerade eben gemutet, das heißt die zwei können mich nicht hören. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen am zählen, was ich mache. Die und ich will nicht, dass Höhle, aber leer, was gibt's sagt. Einfach nichts. So Kohle und Eisen. Ja, Eisen. Eisen habe ich jede Menge. Ja, Eisen findet man auch auf der Map, Leute. Eisen findet man, ja. Der Lapus sind beide nicht so talentiert hier. Schau mal, hier so viel Water. Aber eh nix, Alter. Jetzt gucken wir uns nochmal den Spawner da vorne an. Okay, mal schauen, ob Futur wirklich einen Spawner gefunden hat. Klopfen wir erstmal das Eisen da rein. Hier ein Mülleimer. Ich höre hier auch irgendwo ganz schön viele Skelette. Vielleicht hat Futur tatsächlich recht. Brauche ich nicht, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Das ist schon wieder Lava. Das hier könnte gleich ein interessanter Kampf werden, weil da unten stehen schon wieder drei Skelette. Die lügen wieder mal, die lügen, die lügen. You were moved. Und da wurde ich in den AFK-Channel gemoved. Microphone activated. You were moved. Die, bitch. Die, bitch. Was ist los hier? Futur gegen die Skelette. Boah, nö. Im Lab Darkness. Microphone muted. Also ich möchte dazu sagen, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skelette in einer Reihe. Das ist echt ein Skelett vorne, muss sein. Wir wissen, dass Futur jetzt diesen Kampf hier gewinnt. Microphone activated. Ja komm Futur, mach mal was. Oh, da waren es nur noch 17 Leben. 16, 14, ah, ja, gut. 13. Oh, fängt wieder an zu regenerieren. Kommt die her? Ich mich mich mal ein, wenn die zwei sich streiten, ne? Futur hier immer noch auf der Suche. Ja. Ob er es irgendwann finden wird? Was? Was? Was soll ich finden?
denn hier den Spawner? Da ist kein Spawner. Na dann. Mikrofon muted. So, irgendwas ist hier trotzdem ein Spawner. Die kämpfen gegeneinander. Hier in der Nähe. Ist kein Spawner. Hier ist nichts in der Höhle. Hier. Nee, in der Höhle ist ja auch nichts. Ich habe jetzt alles ausgeleuchtet, dass die scheiß Viecher nicht mehr spawnen. Wenn sie jetzt nochmal spawnen, dann ist wirklich irgendwo ein Spawner. Futur ausgeleuchtet werde ich das nicht nennen, aber das sage ich ihm jetzt mal nicht. Er soll ruhig denken, dass hier ein Spawner ist. Mikrofon activated. We go back. Ja. Ja, hier ist auch nichts, was ich brauchen könnte. Aber eine coole Höhle ist es auf jeden Fall. Das braucht ja 5 Jahre, bis du nicht mal fertig hast. Ja eben, glaube ich auch. Ja, weil ihr auch irgendwie die ganze Zeit nur im Kreis rennt. Kein zielstrebiges Arbeiten. Was heißt hier kein zielstrebiges Arbeiten? Mich haben die Skelette hier abgefickt. Jetzt lässt er sich schon von Skeletten ficken. Was tun wir uns hier? Bei Leder, gar nichts. Mikrofon muted. Okay, dann Leute, kriegt ihr jetzt einmal hier die Kurzzusammenfassung, wie eigentlich eine gute Lösung wäre. Diesen Cauldron in der zweiten Reihe, das erste Item, kann man aus Eisen craften. Machen wir mal weiter. Futur hat die ganze Zeit gesagt, er hat extrem viel Eisen. Das heißt, an seiner Stelle würde dann mir ja mal das Eisen nehmen, mal um den Cauldron zu basteln. Danach, dann die Bottle besteht aus Sand. Er ist neben einer scheiß Wüste. Okay, die Frage wäre dann auch beantwortet. Zeug nicht. Doch, da hinten ist das Zeug, was ich brauche. Creepers spawnen extrem viele in der Wüste. Nächste Frage beantwortet. Gunpowder, kein Problem. Nachts in die Wüste, Problem gelöst. Dann Futur ist... Ja, okay. Die einzige Sache, wo er dann runtergehen müsste, einfach auf Höhe auch in einer 12 Zeile. Bis 16 ungefähr, und da sich 10 Minuten gerade ausgraben würde, dann hätte er wahrscheinlich auch Diamanten und Lapislazuli, ja, dann wäre fertig. An aber ich mach vor dir fertig. Aber das verraten das wir okay ihnen natürlich nicht, und damit machen wir weiter. Mikrofon activated. So. Dass ich vor dir fertig mache. Die Leute haben gerade die Komplettlösung für die jetzige Karte bekommen. Haben wir gekriegt? Die Leute haben gerade eben die Komplettlösung für die aktuelle Karte bekommen. Wie die Komplettlösung? Die Komplettlösung, es gibt doch keine, oder? Doch von mir. Mit unserer aktuellen Bingo-Karte ist es an Futurs Position extrem einfach zu gewinnen. Echt? Er wäre in ungefähr 7 Minuten fertig. Gott. Super. Ich wüsste nicht wie. Ja. Glaube ich. Muss ich mir mal die Umgebung hier angucken, ne? Ob Markus da auch eine Chance hat? Ja. In 7 Minuten? Markus hat hier nur so ein Mini. Bin ja nicht mal mehr Eingang in meine Höhle in 7 Minuten. Okay, es geht nur um Lack. Ah doch, da drüben, da. Plus da ist Sport, eine richtige Müste. Da ist die Müste, Leute. Das heißt, er kriegt auch hier wieder seine Bottles zusammen und sein Gunpowder und sein Glas, sein Kohle hat er schon. Das heißt, Markus hat genau dieselben Vorteile wie früher auch. Okay, ihr könnt beide in 7 Minuten fertig sein. Och, wie macht man das nochmal? Beide. Beide. Bei meiner Höhle gibt's keinen Spawner. Es geht nicht um den Spawner. Ich hab keinen Spawner. Das weiß ich nicht, da bin ich mir noch nicht sicher, ob du einen Spawner hast oder nicht. Aber ihr könnt beide innerhalb von 7 Minuten fertig sein. Wie, verrate ich euch natürlich nicht. Super. Er hat runterbauen wahrscheinlich, oder? Der hat dann halt gut gearbeitet. Brauch ich eine Kuh und find keine? Warum brauchst du jetzt eine Kuh? Ja. Ah, ich weiß, warum du eine Kuh brauchst. Da ist eine Kuh, ich hab's gehört. Kann man in 10 Minuten das alles schaffen? Na, nicht alles, du brauchst ja nur eine Reihe oder eine Spalte. Ja, ist schon klar. Mann, jetzt droppen die kein... Boah, da oben ist noch eine. So, ich guck mal, Markus, glaube ich, hat schon mal die richtige Richtung eingeschlagen. Boah, nö. Oder? Keine Ahnung, Alter. In der BSA, oder? Ich nee, ich glaube nicht. Oder doch, das hier sieht gut aus. Das hier, ja, perfekt.
Schaffe. Markus läuft richtig. Schaffe. Aber mich nicht voll. Warum läuft der richtig? Markus läuft richtig. Jetzt machen wir mal wieder die Riesenränder-Distanz rein, damit hier die Leute nicht andauernd ins Schwarze gucken. Wenn ich im Game Mode hier ein bisschen Lava habe, geht es schon. Aber vielleicht gar nicht ganz so übertrieben, ist ja vielleicht doch jetzt ein bisschen hart. Wo ist denn jetzt hier eine Kuh? Hab ich alle geschlachtet. Futter in seinem Kampfanzug. Leather. Brauche ich irgendwas? Beim Futter hat es eigentlich noch einfacher. Alter, halt ich noch. Er hat es immer noch einfacher. Microphone denn er ist jetzt bereits ich in der Wüste, während Markus immer noch keine Wüste gefunden hat. Ich nicht wüsste wie. Activated. Aber ich dachte, der Typo ein oder so, Alter. Aber es ist ein Zombie. Ich wüsste nicht, wie ich es leichter hätte. Ich schon. Du musst eine Mine wahrscheinlich. Dann hast du gewonnen. Oh, Enderman. Ich habe Enderperle, aber nicht mit dem Spawner gefunden. Ne? Ja, hier direkt tot. Bei... Wenn ich ein Element jetzt angreifen würde. Mach! Das ist wieder ein weiteres Achievement. Ist doch nicht verkehrt. Ja, schon, aber es bringt mir eigentlich einen Scheißdreck. Microphone muted. Ja, Gunpowder brauche ich einen Creeper, aber hier ist keiner. Hier ist Sattel. Was? Moment. Hier ist Eis. Gunpowder? Das Skelett. Du. Und was ist das hier? Keks, da brauche ich zu lang für einen Keks. Sind das hier Zombies? Oh, oder lol. Oh, Mann, ist mir auch zu schwierig. Oh, da ist eine Kuh. Habe ich ein Resource-Pack? Könnte drin? Aber mal probieren. Ich habe immer noch das Resource-Pack von dem verletzten Benjamin drin gehabt. Jetzt sind sie wieder alle despawned. Ich glaube, boah, ich verreck doch hier. Also Futur. Was? Du bist schon ein Dev. Ich bin ein Dev, ja, das war's. Jo, du bist ein Dev. Ach, ich weiß, was ich jetzt mache. Wenn man so viel Eve spielt, ne, dann wird man halt Blade. Markus Schnauze. Mach ich jetzt anders da. Das ist dann wieder in der Höhle hier. Ah. Blöd wird. Kann ich eine Swim machen. Nice. Oder? Ja. Wie mache ich das Ding hier? Ja. Weiß nicht. Denk schon. So? Schade. Oh, Futter, hast du das gehört? Oh! Fick dich. Futter registriert's nicht mal. Was denn? Da ist ein Enderman. Microphone muted. Ihr Leute, der Enderman, den Futter gleich zubauen. Hat. So, zugebaut. Warum zubauen? Ist das eine Schüssel Enderman? Oder? Du brauchst Enderperlen, warum nee. Baut er zu? Ja. Das habe ich jetzt. Das kann man wegmachen, das kann man weghauen. Oh, scheiße, jetzt bin ich auf der verkehrten Piss Seite ich. Der Mauer. Jetzt, dann brauche ich ja nicht, also weg damit. Oh, das brauche ich. Wie macht man eine Schüssel, bitte? Ich weiß nicht. Wie brauche ich ihn davon? Wie mache ich eine Flasche? Brauche ich da nur Holz oder Sticks? Microphone muted. Ey, die sind echt vollkommen überfordert mit den Crafting-Rezepte. Ich finde das gerade ziemlich witzig. Zombie. Und Slime, lol. Ist ja hier nochmal der Wüsten-Check. Ein Creeper haben wir ja hier schon gesehen gehabt. Oh, ist hier. Nein, verpiss dich. Slime. Wo ist der andere Creeper? Ja. Hier ist der nächste. Also in den Wüsten kann man echt gut Creeper farmen, aber sie wollten es mir ja nicht glauben. Ich denke mal, dass hier irgendwo in der Wüste auch noch einer rumrennen wird. Das auch schief. Ich weiß nicht, wie man eine Flasche macht. Das ist jetzt also gerade mein zwei Problem. Creeper. Ich denke, bei zwei Creepern wird er auf jeden Fall einen Gunpowder kriegen. Microphone activated. Ja. Drei. Shit. Lol. Hey, wo? Ah, da. Oh. Lol. Oh, Markus verliert live. Hier, das Death Battle hat begonnen. So. Oh, ach du Scheiße. Die Sachen finde ich. Yeah. Das kriege ich hin, oh, nur das ist scheiße. Woher kommen die jetzt einmal, ey? Spaß. Habe ich jetzt ein Item? Nein. Geil. Ich meine, ich bin auch, ey. Hab schon ein Pech, ey. Ja, das ist mein zweiten Mal. Ah, okay. Markus probiert die erste Reihe, so wie es aussieht. Wie macht man eine Flasche? Oder? Nee, Markus. Ah. Nee. Markus probiert die Reihe in der Mitte. Warum? Wie macht man eine Flasche? Ja. Nee, eigentlich nicht, weil es ist ja voll schwer zu finden, oder? Die können Zombies droppen und das sind in fast jedem Dorf. Ja, also, muss das mal ein Dorf finden. Ich würde ja nicht die mittlere machen. Ich habe ja die komplette Lösung schon abgegeben für eure Karte.
Hier nochmal. Ich bin eigentlich gerade dabei, die ganz rechts zu machen. Hier nochmal direkt neben Markus die Lösung für sein Problem, ne? Hier die Lösung. Wie mache ich eine Flasche? Das wüsstest du jetzt gern, ha? Ja. Mach mal eine Schüssel. Das wüsstest du jetzt gern. Ich sag dir, wenn du mir. Ah, jetzt hab ich. Na, so. Oh, Markus, warst du langsam? Mach mal ein Crafting Table oder? Für eine Schüssel, ja. Okay. Eisdreck dabei. Hallo. Jo. Und ich hab wieder was gemacht. Minecraft Teil hat sich einfach mal abgebaut, ist auch geil. Ja, weil ich kann wieder über die Welt fliegen. Gott, ey. Hab ich noch ein Crafting Teil gemacht? Geil. Danke. Was ist das jetzt? Ey, Junge. Warum bin ich jetzt zurück teleportiert? Hier wird irgendwie alles teleportiert. Ja, ich habe gerade eben bei Markus die nächste komplett Lösung gefunden, wie er sein Problem löst. Wir machen jetzt eine Suppe, Alter. Ah, Futur nähert sich der Lösung. Ey, macht mir jetzt eine Suppe, Alter. Dich, ey. Will ich mich denn lösen? Jo, wie macht man jetzt eine Suppe? Ich würde mal sterben an deiner Stelle, Sven. Hast du wieder ein Item? Sterb einfach. Ah, er hat zwei Items. Aber hallo, hallo, hallo. Auf zu klingeln. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo. Wenn der Server nicht zu lecken, der ist der. Ja, ja, jetzt wieder alles auf den Server schieben. Hier. Was hat Futur denn? Ah ja, Futur hat die Lösung gefunden. Ja. Futur geht auf eine Komplettlösung ein. Ja, aber es ist nicht so einfach, wie ich das gehofft habe. Ja doch, es ist schon einfach. Nein, weil das eine zu finden ist das Schwierigste. Ja, das geht schon, Futur. Ja, aber das, trotzdem ist es schwierig, vor allem weil es über Tag wird, nicht wieder rein muss. Ich würde dir jetzt was sagen, was ich schon längst. Du, warum gehst du jetzt rein? Alter, Hausen jetzt nichts mehr finde, was ich brauchen kann. Das würde ich jetzt so nicht sagen an deiner Stelle. Meiner Stelle sagen würdest. Jetzt muss ich erstmal im Inventar leeren. Die Scheißdreck dabei. Rüber machen, das brauche ich auch nicht mehr. Brauche ich sowieso nicht. 64 Bingo-Karten brauche ich auch noch, die brauche ich auch nicht. Bogen brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht mehr. Markus hat sich gerade mal wieder verabschiedet. Ja, ohne was Bescheid zu geben hier. Ja. Brauche ich. Dickies. Bauen. Oh man, Futur. Was? Arbeite endlich. Ja, ich gehe ja schon wieder arbeiten. Zwei Sachen finde ich nur hier unten, deswegen muss ich hier runter. Ne, ich finde alle drei Sachen hier unten. Theoretisch. Nicht theoretisch, praktisch. Ja, das eine findest du woanders leichter. Ah, das finde ich alles hier unten. Dauert halt ein bisschen jetzt, bis ich es gefunden habe, aber ist mir egal. Vielleicht habe ich Glück und es kommt hinter den nächsten Stein oder so. Der Fackeln doch. Vielleicht kommt auch irgendwann Markus wieder. Ja, ist schon wieder beigetreten. Ah, aber noch nicht im TS. Ja, ich hab Pech. Deswegen bleibe ich jetzt nicht stehen hier. User joined your channel. Juhu, das ist auch schon wieder. Aua! Hab ich jetzt gehauen? Ja,
Ja, Foto hat inzwischen schon 5 Items gefunden. Markus ist immer noch bei 3. Markus? Glas, Kessel, blau. What? Ja. Heißt das, man ist in, also. Achso. Das bin ich. Sind die Teile von Foto. Bringt ihm aber auch nichts. Sagst du. Also Foto hat meine komplette Lösung verstanden. Wenn sie Käse ist. Aua! Wenn ich jetzt sterbe, musst du mich zurück teleportieren. Das geht nämlich nicht. Ich habe hier extra Blöcke gesetzt. Und die verschwinden, kommen einfach wie sie wollen. Hey, what? Mach jetzt hier. Oh, Foto spielt Risky Misky. Ja, Risk no fun, ne? Vor allem mit dem laggy Server. Oder, gut, ich habe halt kein Internet mehr. Das ist das Problem, glaube ich, warum das so laggt. Also hier bei mir, wenn du einen Block abbaust, ist er sofort weg. Und würdest du jetzt hier gerade angezeigt, dass ich... Was? Hast du ein Item? Ja. Da muss ich mich töten für. Ach nö. Ja, ja da jetzt hat er nicht mal Schwarzpulver getroppt, der Wichser. Scheiße. Das ist nicht mal eine gescheite Höhle. Oh. Nein. Fuck off. Oh, und da hat Markus, was hat denn Markus? Ah, die Pilzsuppe hat Markus sich geholt. Also gut, Markus versucht scheinbar diese Reihe zu machen. Da bin ich auch kurz davor eigentlich. Oh, deine Höhle war. Got an item, yeah. Oh, schon wieder ein Item, muss ich mich schon. Ach nö. Oh. Jetzt hat die voll einen Abgang gemacht. Markus geht ab. Dem fehlen auch nur noch. Ah, der Markus ist jetzt sogar weiter in seiner Reihe wie Futur. Alter, da hätte ich voll einen Abgang gemacht, ne? Aber was für ein. Oh, na. Oh, hab ich doch schon aufgespacken. Tut er hier wieder an der Lava arbeitend. Oh, das ist es. Das ist, das habe ich gesucht. Dass ich das gesucht habe. Schon wieder ein Item? Oh, Markus geht jetzt ab. Ich glaube, ich muss mal bei dem vorbeigucken. Tim noch eins. Jo. Scheiße. Hey, Markus fehlt nur noch eins. Aber man muss dazu Chant, sagen, ihr spielt auch schon seit... Ist ja, okay, man kann die Time ungefähr halbieren. Scheinbar. Das ist kein Enchanted Book, das ist ein beschriebenes Buch. Da war ein Silberkuchen. Also eigentlich braucht man einfach ein Buch für noch ein Silber schreiben und man hat... Ja. Du brauchst ein Buch und musst dann mit Tinte was draufschreiben. Ja, dann muss ich wohl den Oktopus da töten oder wie heißen. Foto macht Silberfisch Action. Und ich stirb da dabei. Ja, der hat immer noch volles Leben, ist langweilig. Schauen wir wieder bei Markus vorbei. Das Ganze hier scheint sich langsam dem Ende zuzuwenden. Ja, jetzt sind sie irgendwo auch stümmelt, Mixer. Fuck, stirb. Jetzt. Also der Markus ist jetzt oberirdisch unterwegs, der Futur ziemlich unterirdisch. Ja! Futur ist vor dem Item. So, jetzt mache ich fertig. Jetzt macht Futur fertig. Ich bin dann gespannt, wer jetzt erst fertig macht. Was hat Futur denn bekommen? Den Apfel. Hä? Nee. Stopp. Was hat Futur jetzt bekommen? Keine Ahnung. Lapis vielleicht? Ja, stimmt. Lapis. Na, doch. Ja. Und da hat er das Gunpowder. Und den Sattel. Hat er den Spawner gefunden, ne? Was brauche ich denn noch? Ich brauche mal Nahrung. Hey, du hast ja noch einen Spawner gefunden. Ich habe einen Spawner gefunden. Ja, ich habe bei dir schon 3 Stück gefunden. Und du hast jetzt noch mal einen gefunden, den ich davon noch nicht gesehen habe.
So, was brauchst du denn jetzt? Gut, hä? Ey, du bist so ein scheiß Lacker, ohne Mist. Es gibt's was, nicht. Was? Es gibt's nicht. Mehr Glück kann man ja wohl echt nicht mehr haben. Bruder, du bist so ein Lacker. Der hat gewonnen, Alter. Du hast von. Ah, da ist ja noch ein Spawner. Sag ich doch, Futur ist so ein behinderter Lacker. Jetzt ist ein Schweinespawner draus geworden. Macht man durch Zucker, Paper? Was ist denn das? Namensschild, das bringt ja, er hat nicht gewonnen, er hat nicht gewonnen, in der Kiste war kein Diamant drin. Ja, aber was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche noch die Pilzzumpfe. Oh, er geht gefistet, er wird gefistet. Wo kommst du denn her? Aus dem Spawner, der neben dir steht. Nee, da ist ja kein Spawner. Der wurde jetzt erst abgebaut. Ach, du lackest. Oh, ich sag doch nicht leck. Ja, du. Was bringt mir der, hat echt so Glück. Erst läuft dann Lapis vorbei, dann hinter dem Lapis sind zwei Spawner. Und dahinter war nochmal Lapis. Da ist er vorbeigelaufen, das nicht mal gemerkt. Jetzt brauchen wir noch eine Sache. Ja, den Dia. Das ist nicht schwer. Nein! Nee, sorry, der nicht. Dia ist nicht schwer. Muss ich aber nur runterbauen, fertig. So, ist ein Spawner. Was der Markus hier macht. Der Markus, dem fehlt noch das Buch. Das beschriftete. Ja, mach mal aus Zucker Paper. Das Futur hat schon wieder... Ja, Zuckerrohr machst du Paper. Futur hat den nächsten Spawner hier. Crafting Bench. Oh, klasse, ein goldener Apfel, noch ein goldener Apfel. Braucht man da? Wie viel braucht man da? Drei. Ja. Yeah. Du hast zwei? Ne, vier. Wir wussten noch kein Tinkerbär jetzt, ich weiß, wäre egal. Mach ich auch rein. Oh, es wird richtig spannend hier auf die letzten Meter. Beide sind am letzten Item dran. Mark, wie macht man das jetzt? Mark ist hier am Craften. Wie macht man jetzt? Kannst du nicht machen. Doch, kannst ich kann du nicht machen. Spacken. Drei Papier. Wie viel braucht man für ein Buch? Futur versteckt sich in einem Spawner. Ja. Das ist null zu probieren. Alter, wie viel Paper braucht man da für ein scheiß Buch? Drei. Ja, also, jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich das mache. Nein, du kannst, du brauchst noch was dazu. Ja, drei Papier. Leder. Ja. Leder. Ja. Leder brauchst du. Hab ich schon. Kann auch oh, nicht Futur, ich glaube... Scheiße! Ich glaube, Futur. Dann hey, wirft man die. Das wird eine Niederlage. Futur, got an item? Damn it. Nee, sonst würde er schon aufschreien oder so. Da kann schon. Wo ist Kill? Ja, bitte. Ja, was hat Futur denn? Nee, den Sattel hatte er. Was hat er? Ah, Gold hat er bekommen. Gold. Hey, was hat Futur jetzt wieder? Gut. Was zur Hölle, Futur? Nein, ich bin noch kein Diamant. Futur, was zur Hölle tust du? Ich schaue doch mal bei dem vorbei. So, jetzt brauche ich... Hat jetzt Markus got an item. Markus got an item. Ja, der hat mein Buch geklaut jetzt kann ich keine Dinge mehr. Ja stimmt, das Buch ist ja auch noch ein Enchantment. Ah! Der größte Schwachsinn, es gibt auf der Welt. Ey, warum habe ich jetzt hier 5000 Karten, ey? Verpiss dich doch mal. Ja, weil ich gestorben bin hier immer wieder. Stimmt doch mal irgendwo im Wasser oder so, ey. Mein Arsch der Welt. Jetzt hat mir 5000 Karten zu geben. Und ich will Bambus suchen, ey. Scheiß Spiel. Da. Markus. Was? Das ist nur fair. Weil das hattest du ja jetzt, ne? Ja. Ja. Was? Das Buch. Nix. Nein, das Buch ist ein eigenes Achievement. Es sind zwei. Oben rechts musst du ein Buch machen und ein beschriebenes ja. Buch. Du kannst mir jetzt keins aber geben. Aber der ist ein Standardbuch, habe ich ihm wieder gegeben, weil das hat ihm das Spiel jetzt weggenommen. Nein, da muss er halt zwei machen. Das ist aber unfair, ja, nee. Weil Bambus findest du scheiße. Nein, das ist unfair. Natürlich, such deinen scheiß Diamanten. Das ist nicht unfair. Er weiß, dass er zwei Bücher braucht. Also muss er zwei machen und suchen für zwei. Nicht einfach ihm das geben. Das ist unfair. Nein, es ist nicht. Doch. Es ist genauso unfair, wäre, wenn bei dir jetzt die Eisen weggenommen worden wäre. Oder Glas.
kann ich ja so nichts machen. Stack Glas, halt wenn dir weggenommen suchen. Worden wäre. Dann muss ich es halt nochmal suchen. Aber du kannst es mir jetzt ja nicht geben, nur weil es ein Achievement ist. Doch, darf er. Nein. Boss. Doch. Ja, dann gibt's Buch wieder, Herr Markus. Das finde ich unfair. Fruit hat Angst zu verlieren. Nein, es geht ums Prinzip. Wenn wir das Spiel spielen, spielen wir das Spiel richtig. Das waren Karten. Weiß. 5000 Karten. Oder du bist ein unfairer Spieler. Das ich bin unfairer Spieler, ja. Ihr wollt euch ja, hier bist du. Weil das eigentlich geplant war, dass ich ein Buch habe. Dass ich ja, das und Buch als Item es ist von dem Spiel aus musst du Buch und ein beschriebenes Buch. Und wenn du jetzt halt nur ein Buch hast, dann musst du halt noch eins machen. Du weißt ja jetzt, wie es geht. Das ist halt ein Fail, dass es dir weggenommen wird. Ja. Du bist halt ein unfairer Spieler. Fakt. Gibt's doch nichts. Ja, warum gibt's hier keine Diamanten? Man hätte den Bug umgehen können, dass es dir weggenommen wird. Und wie? Wenn du das Buch nicht ins Inventar genommen hättest, sondern gleich mit der Tinte wieder hingelegt hättest. Ja, okay. Muss ich aber nicht. Scheiße, sag die Wanderer, es gibt mir nicht ein paar verdammten Diamanten. Ich bin immer gespannt. Mach halt noch ein Buch. Wie groß hier Futur schon seine Dinger gebohrt hat. Das gibt es nicht, es gibt hier keinen Diamanten. Ja, ihr scheiß Octopus-Tussen, Alter, wo seid ihr? Fixe, ey. Ohne Witz, ey. Hier sind keine, obwohl hier 5000 Eichhörner sind. Im Meer sind natürlich keine, obwohl da 5 Millionen Eichhörner sind, ey. Natürlich sind hier keine. Das ist genauso klar. Hier unten überall an den Lavaseen gibt's Diamanten. Stimmt. Außer bei mir gibt's dir keine Diamanten. Gut, du hast ja auch schon ein gutes Ding ausgehoben, aber sind nirgends Diamanten. Jo, ist klar. Ich hab doch welche mal gesehen und jetzt sind sie nicht mehr da, ist klar. Mann, ey. Scheiß Oktatussen, ey. Denkst du, wie mich das ankürzt, dass ich keinen Diamant finde? Ey, es ist ja wirklich so, bei Max sind in dem ganzen Scheiß mehr keine mehr. Dem getötet hat er, Alter. Hä? Also, hast du genug Bambusrohr eigentlich gehabt? Zuckerdinger? Ey, ich hab sogar noch ein Buch jetzt halt. Okay, ja, dann hast du genug. Weißt du, wie die Tinte craftest? Noch ein Spawner, es gibt. Du brauchst Tinte und Feder, glaube ich. Du brauchst da noch eine Feder. Also, Feder auch noch. Wo ist denn hier scheiß Hühner? Ja geil. Vorhin waren Hühner jetzt. An Land. Irgendwo. Es ist mir Pumpkins. Klar. Ich habe auch schon Pumpkins gefunden. Ich auch schon, aber sie bringen mir gar nichts. Doch, geschickt, wenn du gegen Enderman kämpfen wollast. Bist du jetzt zurückgelaufen oder hast du schon wieder einen Spawner gefunden? Nein, das ist der alte Spawner, der ist schon abgebaut. Alter, warum finde ich keinen verhurten Diamanten? Wie hoch bin ich denn? Ich bin 11! Man muss doch mal mindestens Glück. Oh, Mini-Zombie, verpiss dich! Böse, die sind böse. Die sind nur Leben verloren. Die sind böse, die sind böse. Er ist auch kein Oktat. Nee, ist Alter. Durch Glück. Sind die irgendwie in Bio irgendwo oder ist es eigentlich Wayne? Die spawnen eigentlich überall. Die waren ja, auch vorhin überall welche. Ja, ich war auch welche, ey. Aber habe ich nicht gewusst, dass ich die Zeile da jetzt voll mache, da, ey. Oder voll gut war. Ich habe wieder einen gefunden. Octopus? Ja. Tätig gerade, ja. Du müsstest ihn auch sehen können. Eigentlich. Ah, yes. Aber es ist wirklich in dem ganzen Meer nur ein scheiß Octopus. Ja, das ist doch eine Farsche, oder? Was soll ich sagen? Es ist verarscht, dass ich keinen Diamanten jetzt, finde. Jetzt verpisst dich wieder, der Wichser. Stirb! Ja, Mann. Durch Tinte, oder? Hoffentlich wird jetzt Tinte weggenommen. Hey, warum hast du das Leben verloren? Achso, weil du runtergehst. Keine Ahnung. Ja, vorhin. So, wie macht man das jetzt, Alter? Tja, also, ich finde das Spiel scheiße, weil ich immer noch keinen Diamanten finde. Ja, dann bist du halt scheiße. Genug Eisen natürlich nicht. Natürlich sind jetzt hier keine Hühner, das ist auch geil. Habe ich noch genügend Holz? Ja, Holz habe ich zum Glück noch genügend. Das ist bei Futur ist langweilig. Ja, was soll ich machen? Irgendwas Hühner, Spannendes. Ja, ich versuche hier mein... Markus hüpft zumindest in der Nacht ohne Rüstung durch die Landschaft, das ist spannender. Oh geil, ganz viele Karten.
Mann, was ein Hühner. Wie gesagt, dass ich brauche Feder. Oh, nicht mehr. Ja, glaube ich. Kannst du auch mal ins Minecraft-Wiki gucken. Achso. Also, weil ich weiß gleich, brauchst du Federn. Weil du brauchst... Buch und Feder, okay. Atembeutel, ja, Feder. Fick dich, ey. Feder, Tinte und Buch, ne? Ja, Feder, Tinte und Buch. Natürlich, Tinte habe ich jetzt aber Feder natürlich nicht, ne? Mhm. Mein letztes Ding, was ich machen muss. Natürlich, was soll ich sagen, Markus? Ich strip meine hier unten wie ein Blöder und krieg keinen einzigen Diamanten zu sich. Ihr seid schon beide so Lappen. Bin ich vorbeigelaufen oder was? Ich strip mein wie ein Blöder. Hätte ich schon per Zufall Diamanten. Aber es ist wirklich so, immer wenn man irgendwas sucht, da gibt's nichts. Ist so. Und dann irgendwann wenn das nicht in 5 Jahren 1000 Stück da. So wie die Squids ist. Vorhin. Ja! Nee, oder? Ja, doch, Alter. Geil. Nein! Wo ist der? Das ist Wo ist der? Ah, hier im Wasser. Stimmt. Aber... Oh. Microphone muted. Creeper incoming. Ich bin gemutet, das heißt, der kann mich nicht hören. Creeper, der kann mir eh nichts tun im Wasser eigentlich. Microphone activated. Okay, hat selber gemerkt. Ja, ich wusste schon, dass der ein Creeper gammelt, ja. Aber ich dachte jetzt nicht, dass er mich sieht, weil er auf die andere Richtung gelaufen hat, der Wichser. Ja, ich habe mich extra gemutet, damit du es nicht hörst. Ja, weil es direkt über mir. Also Kada, boom! Oh, du bist so ein Lacker! Verliert er nur ein Leben! Er hat nur ein halbes Herz verloren, obwohl der Creeper neben ihm explodiert ist. Boah, Alter, und ich finde keinen Horden-Diamanten. Das gibt's doch nicht. Warum finde ich jetzt hier keinen Diamant? Doch behindert. Gold, überall Gold, aber kein Diamant, Mann. Vielleicht die Blöcke werde ich da bauen. Er hat's in der Hand. Er hat's beschriftet. Ja, und nichts. Aber das ist ein beschriftetes Buch. Ja, Alter. Oder ist das ein Hä? Hä, was ist das denn für eine Scheiße, was Junge? Was ist das? Hat irgendwas geschrieben, FF und so ein Fuck, Alter. Welche Farbe hat denn dein Einband? Sein Einband, er hat ja ein Einband, das glitzert, wenn du es beschriftest. Also, dann ist es schon nicht das Richtige. Ja, aber, hä, was, ja, welches Buch hat so ein Einband? Ja, keine Ahnung. Hast du bei deinem Spawnhand so eins gefunden mit Einband? Nein. Aber es ist ein bestimmtes Buch. Hä? Hä, was denn für eine... Warte, ich schau mal, ob's das irgendwo im... Buch mit... Ah, das sind die enchanteten Bücher. Doch, enchanted, ja. Alter, das ist ja Hölle fies, ein enchantetes Buch. Aber jetzt verlange ich ein Buch. Das ist scheiße. Ja, verkehrt gecraftet. Ja, deine Mutter. Das ist verkehrt gecraftet, sorry, Markus. Weißt du, wie überlag meine Swip-Minings-Minen schon sind? Egal. Aber das Blöde ist, Markus, du brauchst jetzt Obsi. Das heißt, du brauchst 3 Dias. Oder ein Spawner. Und noch ein Buch. Zwei Bücher, er muss ja eins verzaubern. Ja, ach, er braucht ein Buch für einen Enchanter und ein Buch für zum Enchanten. Du brauchst 5 Dias. Alter, ich brauche ein Dia. Oder ein Spawner, mach es nur Spawner vielleicht. Bei Spawnern sind manchmal enchantete Bücher. Ja, das stimmt. Wo? In Höhlen. In Höhlen. Ja. Der Futter hat auch schon 3 Stück gefunden. Ja, ich aber nicht. Alter, ich habe jetzt gleich keinen Bock mehr. Was kann ich denn noch machen? Ey, es ist so spannend. Aber trotzdem gewinnt es einfach keiner. Enchantetes Buch, das kriege ich auch nicht hin. Oh, der Fisch, das Enderauge ist auch kacke. Stellen Sie sich einfach so an. Mann, ich sammle immer Fotos kacke hier ein, was ein Inventar voll ist. Ich trage jetzt seinen Cobblestone die ganze Zeit hinterher.
Safuto chillt hier wieder und tut nichts mehr. User in your channel timed out. Wer ist jetzt weg? Ah, Futter. Ich nicht. Geil, jetzt werde ich von 5000 Leuten angegriffen, jetzt bin ich tot. Ja, es wird Tag, du hast Glück. Aber es sieht so aus, als wärt ihr beide einfach nicht in der Lage, das hier zu beenden. Ja, der Fuß ist nicht in der Lage, weil es blödet, Diamanten zu finden. Wenn ich es dann höhle. Was für eine Scheiße, Alter. Aber es ist echt extrem knapp hier. Hier, Markus braucht nur noch das enchantete Foto und nur noch den Dia. Aber ich hätte gleich von Anfang an auf Futos Reihe gespielt. User entered your channel. So, jetzt. So, Futo ist wieder da. Ja. Jetzt leckt Markus wieder. Jetzt dürfte ich auch keine Connection-Probleme mehr haben, weil ich habe jetzt mein Internet resettet. Das wird mir jetzt zu blöd hier. Mit meinen. Hört dir zu blöd? Ja. Machst du dann X-Ray? Geh zurück und sterbe einfach. Stirbst einfach? Ja. Das hört sich gut an. Doch eine Lösung. Hat der Markus zumindest gewonnen. Ich bin jetzt einfach zu doof hier. Feiges Nüsschen, du. Guck mir doch mal eine Mine an, was ich hier gegraben habe. Ja, so stirbt manchmal ja auch nicht. Hä? Woher wusstest du, dass da jetzt die Crafting Bench ist? Weil es meine ist. Das ist zu doof. Wird er sein eigenes Leben beenden, ne? Hoffentlich. Ist ja schon ziemlich feige irgendwie. Ich lasse Markus gewinnen. Nein. Also. Ja, verdienterweise. Aber ich würde sagen, ihr seid beide solche Lappen. So langsam ist es ein Unentschieden und ihr seid beide Noobs. Nein. Doch. Unentschieden haben nur Mädchen. Oh. Hey, was ist los? Nee, doch nicht. Problem ist nur, wenn ich jetzt hier so weitermache, habe ich gleich kein Ding mehr. Oh ja, eine Hölle, geil. Tut mir nicht, sei gelobt. So, jetzt brauche ich hier. Oh yes. Markus kann doch noch gewinnen. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch. Vielleicht weißt nicht. Du, was ich gefunden habe? Vielleicht nicht mit seiner aktuellen Reihe, aber. Jetzt ist mir noch, dass ich jetzt stelle. Das ist doch nicht jetzt ein. Vielleicht kannst du auch mit deiner aktuellen Reihe gewinnen. Da steht nämlich manchmal so Minecarts mit Kisten rum. Ja. Da sind auch manchmal Bücher drin. Enchanted. Nachgeschaut oder was? Nee, ich war noch nicht drinnen. Ja, geil. Bei mir ist lauer. Ist ziemlich geil. Microphone muted. Auf der Karte sind Schienen, Markus läuft dann Bullshit vorbei. Microphone activated. Bullshit. Alter, warum ist hier über Lava, ey? Ohne Witz. Ja, was ist das? What the fuck? Lol. What the fuck? Reaktor? Was? Nein. Reaktor oder so. Markus? Was denn? Sei es einfach oder nicht? Ja, natürlich brauchst du das. Okay. Was hat er gefunden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Was hat er gefunden? Er hat das Achievement Diamonds. Du hast sehr viel Diamonds, Alter. Warum hat er Diamanten und ich nicht? Ja, Leute, an der Stelle muss ich die Aufnahme mal abgeben. Das heißt, Futur, startest du vielleicht mal dein Aufnahmeprogramm? Moment. BTF, ist das für eine scheiß Lava-Facke? Ich muss mich erstmal kurz einbauen. Ist das ein Spawner? Oh, Markus hat jetzt hier noch die Diamanten gefunden. Ich verabschiede mich an der Stelle mal für die Aufnahme, weil es hat jetzt einiges länger gedauert, als ich dachte. Futur, Moment. Ja, ich muss noch kurz. Ja. Oh nein. Okay, Foto übernimmt jetzt auf jeden Fall gleich. Ich bleibe jetzt einfach hier AFK stehen, damit die Karte sich aktualisiert und bin gespannt, wer gewinnt. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. So Leute, an der Stelle melde ich mich auch noch einmal zurück. Der Max hat jetzt ganz knapp nach dem Ende, wo ich weg war, noch das Buch gefunden. Das heißt, er hat die Runde gewonnen. Damit habe ich eigentlich die Aufnahme komplett übernommen. Wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge. Servus und ciao. Ciao.